Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kapsal Bifi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer kleinen Runde angespielt. Heute zeige ich euch etwas, was ich euch an einem Sonntag im Livestream gezeigt habe, und zwar Dencha de Go. Für die Switch. Und natürlich auch mit, ich gehe dafür auf die andere Kamera, mit dem Dencha de Go Controller von Tsuiki. Der ist ziemlich cool. Ich habe jetzt wirklich lange damit verbracht und ich muss immer noch sagen, ist ein geiles Teil. Wobei, wenn ich mal unterwegs bin, bevorzuge ich auch die klassische Steuerung mit den Joy-Cons. Also, das funktioniert auch. Nur, wie gesagt, das Ding ist Hammer. Weil es ist ein One-Shifter, das heißt, man hat nur einen einzigen Hebel, womit man dementsprechend rumhantieren kann. Und man hat dann dementsprechend die Knöpfe für, die normalerweise bei so einem Switch-Controller dabei wären. Ne, also rein theoretisch könnte man mit dem Ding auch Mega Man spielen. Das macht nur keiner. Mit Recht. Ne, das heißt, im Endeffekt, im Gegensatz zu den anderen Dencha de Go-Kontrollen, die ich euch bisher gezeigt habe, bremst und beschleunigt ihr mit einem Hebel. Es gibt zwar Züge hier in Dencha de Go, wo knallhart gesagt wird, hey, ihr habt ja auch die Möglichkeit, dementsprechend seitlich zu arbeiten, aber das macht ihr dann mit dem Controller, nicht mit diesem One-Shifter von Tsuiki. Und das Ding ist Hammer. Es hat eine Metallplatte unten dran. Und das ist schon, es ist schon Qualitätsware. Ja gut, okay, Kostenpunkt. Lag auch bei 150 Euro, inklusive Zoll und Versand. Vielleicht kann ich es ja unten einblenden, wie viel es dann wirklich im Endeffekt wirklich war. Und ich muss sagen, ne, damit schalten wir direkt ins Spiel rein. Ich habe schon 13 Stunden damit verbracht. Mindestens 4 oder sogar 5 Stunden live. Aber wie gesagt, auch sehr viele Stunden dann halt so privat. Ja, ich habe auch schon ein bisschen freigespielt, um euch dementsprechend auch was zu zeigen. Ne, weil im Livestream habe ich euch, ich bin mit euch ja wirklich die Yamanote-Line hoch und runter gefahren. Für die Erklärung für die Leute, die noch nicht in Japan war. Die Yamanote Line ist quasi die Kreisbahn, die quasi komplett Tokio abdeckt. Von Shinjuku über Shibuya bis hin nach Akihabara und Nagano ist alles drin. Ikebukuro habe ich noch vergessen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Viertel, die mir jetzt gerade just in the moment in den Kopf einfallen. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr. Tokio ist eine Riesenstadt. Und deswegen macht dieser Kreisbahn auch richtig Sinn. Aber es gibt auch Schnellzüge, die ich auch mit Madin und meiner Frau auch öfters genutzt haben in 2019 und auch 2017. Und ich habe mir gedacht, so, da zeige ich euch auf jeden Fall mal eine Schnellbahn. Dafür gehen wir einfach mal in den Katakana. Es geht schon los, ich vergesse. Und wir nehmen dabei eine Strecke, die wir selbst generieren. Wobei, nee, komm. Wir machen ein bisschen Story-Modus. Und zwar unter Part 2 gibt es nämlich schon die Möglichkeit, ich bin jetzt schon hier, Stufe 3. Gut, okay. Aber ich bin besser geworden, im Gegensatz zum Livestream. Ich bin gerade überlegen, war das der? Nee, der nicht. Das ist die andere Richtung, wo man dann dementsprechend... Wie soll man sich das vorstellen? Du hast halt Tokio. Und dann hast du einmal die Linie, die so hoch geht nach oben. Und dann gibt es eine Schnellzuglinie, die so hoch geht. Und die Schnellzuglinien haben eigentlich ein schönes Gameplay-Element, was mir sehr gut gefallen hat. Ich will nach oben. Da in die erweiterten Züge. Ne, da ist er auch nicht dabei. Also ihr seht, sehr viel Grün. Es bezieht sich halt sehr extrem auf die Yamanote-Line. Die, na gut, meistbefahrenste Linie in komplett Japan. Das ist ein etwas älterer. Da ist er. Das ist zum Beispiel einer, das müsste die Kaito-Line gewesen sein. Sonst muss ich mich, ich muss glaube ich vieles einblenden, wenn ich mich öfters mal verquasselt habe. Aber das denke ich nicht schlimm. Sehe ich gerade, die Kamera sieht man ja. Zuck. So, starten wir. Hi. Na und ich habe echt viel Spaß an Dencha de Go. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist wirklich der Teil, der wirklich mich dann auch wieder reinholt in Zugsimulation. Ja gut, okay. Wenn ich dann mal fragst, ja, wieso hast du für Forza kein Lenkrad, aber für drei Dencha de Go Spiele, drei verschiedene Controller? Ja, ich kann es mir selber nicht beantworten. Das Spiel löst bei mir wirklich eine Faszination aus, weil halt, ich glaube auch in Japan einfach, dass der Traumberuf Zugfahrer halt das Nonplusultra ist. Ne?
Und das ist halt der Hammer. Das merkt man auch direkt. Da liegt auch sehr viel Liebe im Detail. Und es war halt sehr überraschend, dass halt zum Beispiel Taito in Kooperation mit Square Enix gesagt hat: So, ja, wir haben diesen Arcade-Automaten, den ich ja auch schon öfters erwähnt habe, den ich in Fukuoka mir auch angeschaut habe. Machen wir daraus ein Spiel. Erstmal für die PS4 mit VR-Support und dann gab es das dann irgendwann für die Switch. Ich habe immer gedacht: So, ja, du holst dir die PS4-Variante. Definitiv, weil VR-Support. Und am Ende habe ich mir doch die Switch-Version geholt, weil die den geilen Controller hier hat. So, hier sieht man's. Das ist quasi der Schnellzug, der von Osaka losfährt bis nach. Ah, ich kann die Kanjis nicht lesen. Ist nicht schlimm. Ich gehe erstmal auf 200 Kilopascal hoch. Ich mach's einfach. Sieht schöner aus. Blinkt nicht irgendwas da, diese 200. Dann bestätige ich, dass Zug geschlossen ist und gebe Gas. Ab und zu muss ich immer wieder bestätigen, wenn irgendeine Veränderung im Laufe der Strecke auftaucht. Wie, ne, zum Beispiel hier. Das ist sehr schön. Das Spiel ist von allen Titeln sehr einsteigerfreundlich. Ne? Es wird angezeigt, ob man hupen muss. Dementsprechend muss man immer, wird man immer darauf hingewiesen: Hey, Zugveränderung, Streckenveränderung, Geschwindigkeitsveränderung hier und da. Es kam noch nichts vor, dass ich irgendwie einen Laster angedötzt habe, wie im N64-Teil, was dann auf einmal plötzlich passiert ist und ich die Zeichen nicht verstanden habe. So, aber soweit habe ich auch noch nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. So, beschleunigen wir einfach mal auf 95 km/h. Außer da hinten kommt gleich dementsprechend was anderes. Ich mache mal Licht aus, damit der nicht geblendet wird. Und ich gebe weiter Gas. Na, und je nachdem kriegt man entweder Sterne, Punkte oder Herzen. Na, und ich bin. Ja, ich komme an wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ja, zwei Sekunden zu spät. Das ist halt das Schöne. Das wollte ich euch auch definitiv zeigen, weil das gibt es in der Yamanote Line nicht, dass man halt Strecken abfährt, wo man dann einen Checkpoint erreicht und dementsprechend Punkte kriegt. Da kommt noch ein Zug. Direkt mal abblenden. Aufblenden, hupen, weil Übergang. Noch ein Übergang. Verlieren ein bisschen an Geschwindigkeit. Nochmal hupen, weil Übergang. Da haben wir die nächste Station, da halten wir auch nicht an. Geben wir mal direkt Stopp. Da kriegen wir noch eine Sekunde hin. Wobei, es ist noch okay. Nochmal hupen. Oh, 80. Oh, no. Da habe ich jetzt definitiv Punktabzug bekommen. Abblenden. Nochmal für ein paar Herzchen. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wofür man die Herzchen sammelt. Ich habe 1700 Herzen. Ich weiß noch nicht, wo ich sie benutzen kann. Und im Gegensatz zur Yamanote Line ist bei diesem Zug wirklich der vierte Gang und der dritte Gang der, wo man dann Geschwindigkeiten ändern kann. Ja, das ist mit den modernen Zügen etwas anders. Ja, wenn ich länger die Hupe gedrückt habe, kriege ich einen anderen Sound raus, auch sehr cool. Und das ist auch wieder nur ein Zwischenpunkt. Ich meine, sowas haben wir im N64-Teil auch gesehen, aber da habe ich es nicht verstanden. Oh, Punktlandung. Ja, das gibt perfekt. Geil. Habe ich noch nie geschafft. Kacke. Egal, ich bleib auf der 8. Wobei, eigentlich kann ich noch ein bisschen gucken. Ich habe ja noch 900 Meter. Die Station bei einer Yamanote Line gefühlt immer irgendwie so 1 Kilometer und ein bisschen mehr. Das ist dann schon was anderes, wenn man dann hier durch die Gegend tingelt. Tingelt und fährt. So, abblenden. Den bin ich auch schon gefahren. Unterbremsen auf 45. Na, das wird knapp. Vielleicht kriege ich das hin. Und dass einer von den Sitzen fällt? Ja, Sigi. So. Schön mit 42 reinfahren. Ganz gechillt. Ich habe ihn nicht verstanden, wo wir jetzt angekommen sind. Aber ist nicht schlimm. Na, wir sind auch ein bisschen zu früh. Da bremse ich mal runter auf 20. Aber so, dass die Leute nicht aus den Sitzen fallen. Leider fehlen mir da hier so die kleinen Animationen, die beim N64-Teil so wichtig waren. Es ist halt extrem auf Realismus getrimmt. Aber es gefällt mir. So, volle Bremse. 33 cm. Eine Sekunde zu früh.
ne? Da steht Madde. Also Madde ist, glaube ich, zu früh. Kara wäre zu spät. Und hat was mit von bis zu tun. Ne? Kara ist von und Madde ist bis. Und wenn da Madde steht, bin ich definitiv zu früh. So, eine Sekunde. Da gibt auf jeden Fall keine Minuspunkte, sondern Pluspunkte. Yes, sowohl Zeit, weil ich richtig pünktlich war. Und halt auch streckentechnisch, weil 33 cm ist schon sehr gut. Das darf, ne? Das darf auch belohnt werden. Ne? Die Ladebildschirme sind ein bisschen lang, aber okay, weil die werden immer ab und zu angeblendet mit irgendwelchen Hinweisen, die ich echt nicht lesen kann. Leider, das Spiel ist sprachbarrierentechnisch sehr hoch. Man muss da leider schon mehr als nur Kanji wissen. Das Grund-Kanji wissen, aber so hier mit Ame und so weiter und Yume ist Traum. Ist auch egal. So, Bremse einlegen. Shinjuku ist, glaube ich, das nächste Ziel. Der Sprecher sagt es auch. Go! Ah. Nächste Station ist Shibuya. Okay. Dann machen wir bestimmt nicht Shinju. Ja, geil, lübt. Super pünktlich, Mann. Also das Schöne ist, der Einschifter ist sehr gut. Also das Design dahinter zu sagen, so hey, ich habe einen Einschifter und dann habe ich halt noch die Button, um sowas wie Hupe zu betätigen und so weiter, passt zum Gameplay. Ich meine, auch im Arcade war auch ein Einschifter verbaut gewesen. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. So, abblenden, gibt es noch ein paar Herzchen. Und wie gesagt, ich bin auch ein Riesenfan von dem Controller, weil es ist halt richtig massiv, wie man bremst. Man muss halt immer den Knopf drücken, um dementsprechend zu beschleunigen. Das Ding ist echt gut verarbeitet. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen nervig ist, ist, dass ich es halt nicht an der Switch dranhängen lassen kann, weil sonst halt dementsprechend das blaue Logo von Tsuiki halt permanent an ist. Das ist halt etwas, was nervig ist. Daran sieht man, dass das halt auch beleuchtet ist. Je nachdem, welche Versorgung gerade beim USB fängt das Ding auch an zu blinken oder auszugehen. Das ist ganz, ganz, ganz komisch. Nicht schön gelöst in meinen Augen. Aber es gibt schon Mods draußen, die dann schon gesagt haben, die auch schon gesagt haben, hey, ist kein Problem, sind zwei Widerstände, kann man die LED dementsprechend ablöten. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das Ding aufzumachen, weil das ist für mich, ich stöpsel dann lieber den USB Dings dann lieber vom Dings raus, das ist dann einfacher. Sonst USB-technisch ist ein USB-Kabel, ist lang genug, ist sehr schön. Kommt auch mit so einem komischen Bändchen, dass man es dann auch wieder einwickeln kann. Ist halt gut gemacht. So, nächster Halt. Shibuya. Nochmal hupen zur Freude. 80. Nochmal abbremsen. Nochmal sehr abbremsen. Ah, schaffe ich das noch? Selbst mein Kaffee wird hier durchgeschüttelt. Aber wie gesagt, den Controller muss man nicht haben. Rein theoretisch reicht auch ein ganz normaler Switch-Controller, funktioniert auch sehr gut.
Das ist vielleicht auch eines der Nachteile. Dieser Controller hat keinen Rumble. Man wird zum Beispiel vorgewarnt, dass man zum Beispiel mit einem Rumble-Signal, dass man zum Beispiel vergessen hat, das Licht wieder einzuschalten, nachdem man abgeblendet hat, weil man zum Beispiel 3000 andere Sachen noch parallel macht. Beschleunigen wir mal ein bisschen, wobei eigentlich haben wir Zeit. Da ist jemand auf dem Gleis viel zu nah dran. Direkt mal weghupen. Das macht Spaß. Es ist auch interessant, wenn man nochmal einen neuen Zug fährt und dann hat man mal ausnahmsweise mal eine komplett andere Hupe und man erschreckt sich. Auch sehr cool. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu scharf. Beschleunige mal nach. Sollte man eigentlich nicht. Aber dann kommen wir ja nie daran. So, die Null schaffen wir schon nicht mehr. Und das war die G-Kräfte. Technisch war das auch schon kacke. 6,4. Aber 7 Sekunden zu spät. Ne? Hier sieht man dann das Kara. Also dieses K und A für die Leute, die japanisch, die Hiragana technisch was drauf haben. Na, bei mir hapert es immer eine Katakana. Und Kanjis ist Bildsprache. Wenn mir das Kanji, ich sitze da meistens echt von Kanji und sag so, Dude, was willst du mir sagen? Was bist du? Fluss, Berg, Regen. Ne, wobei Fluss, Berg, Feuer, Wasser, Erde, Baum. Witzig übrigens, Baum. Das Kanji für Baum ist auch sehr, sehr, sehr cool gemacht, weil ein erweitertes Kanji von dem Baum ist, sind Wurzeln. Das findet man dann auch in Namen von Japan, also Nihon. Und es gibt noch weitere Kanjis, wo immer ein Baum dazu vorkommt. Zum Beispiel zwei Baum-Kanjis ist zum Beispiel ein Busch. Dreimal Baum im Kanji ist Wald. Das ist so cool gemacht eigentlich. Richtig schöne logische Sprache, aber schwer. Wobei, ich glaube, andere Sprachen sind, glaube ich, schwieriger. Wobei, man muss vielleicht auch einfach die Logik dahinter verstehen, dann ist das auch alles kein Problem. So, von Shibuya fahren wir jetzt weiter. Ich glaube, zur Endhaltestelle. Und es ist nicht Tokio. Oh, da ist ein Fan. Direkt mal hupen. Kein Witz, die gibt es wirklich. Ich habe sie live gesehen, wie sie dann dementsprechend den Zugfahrer... Also Zugfahrer werden, glaube ich, in Japan vergöttert. So ein bisschen. Es ist halt ein cooler Job. Es ist halt... Du tust was für die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist es im Endeffekt. Das ist der Job, wo du wirklich was für die Gemeinde, für die Gesellschaft tust. Und deswegen ist der vielleicht auch so angesagt. So, 95 km/h. Mach ich aber nicht mehr. Aber wir sind ja fast da. Ich gehe jetzt in die Eisen. Bei hoher Geschwindigkeit kann ich voll in die Eisen gehen, muss aber das G-Meter auf dem Schirm haben. Immer wieder ein bisschen runtergehen. Wieder abblenden, weil irgendein Zug reingekommen ist. Ja gut, ich sag mal so, das Spiel ist halt nicht das Hübscheste. Ne? Die ganzen Figuren hier sind alle halt nur so hingeplatzt. Sehen immer noch besser aus als beim Digital Go Plug and Play, wo es ja wirklich nur Bitmaps waren. Oh, ich bin zu spät. Oh Gott, bin ich zu spät. Aber hey, ich habe ja oben meinen Lebensbalken, der ist noch voll. Alles cool. So. Ja, war keine Punktlandung, aber ich bin 19 Sekunden zu spät, weil ich wahrscheinlich auch einfach irgendwo gepennt habe und zu schnarchig war. Ja, aber das war halt jetzt mal ein Schnellzug, wo man dann halt einzelne Checkpoints abfahren muss, wo man dann dementsprechend auch pünktlich sein muss, damit man dann dementsprechend ein Gurt oder Perfekt, man kriegt auch Punktabzug. Habe ich auch gar nicht erwähnt, der Balken oben, das ist mein Lebensbalken. Geht der ins Negative, ist Game Over. Aber jetzt in meinem Fall... war das eigentlich recht gut. So, eine Station haben wir noch. Ich habe gerade komplett, weil ich bin gerade echt im Liegen. Doch, wir haben noch eine Station. Dann gucken wir mal. Wir starten jetzt von Ebisu nach Osaki. Ah, okay. Ich habe es die ganze Zeit verkehrt rum gedacht. Weil es gibt die Strecke nochmal verkehrt rum. Dann fährt man dann dementsprechend hoch. Aber ich glaube, das war dann eine andere Mission. So, ankündigen, Gas geben. Nicht lang quatschen, direkt Stoff geben. Zum Balken oben, man kriegt pro Runde einen gelben Balken, das sind so die Grundvoraussetzungen, also die Grund,
Sachen, die man kriegt, Grundpunkte. Und dann hat man noch den grünen Balken, das ist halt das, was noch oben drauf kommt. Den kann man sammeln. Und wie gesagt, der wird halt pro Sekunde wird der halt kleiner. Der füllt sich aber auch dementsprechend auf. Entweder an Haltestellen oder an Checkpoints. Da kommt noch ein Zug, direkt mal abblenden. Das ist vielleicht auch etwas, was hier fehlt. Vielleicht noch in den Griff hier vorne drin, vielleicht für die Version 2.0. Dass der vielleicht noch einen Rumble hat. Hat er leider nicht, was sehr schade ist. So ein Rumble gerade bei Licht, wobei ich glaube in der Realität rammeln die auch nicht, wenn du ein Licht vergessen hast, anders einzuschalten. Aber gut. So, ich gehe mal runter vom Gas. Ich sehe gerade 12 Minuten. Ja gut, okay, wir müssen jetzt natürlich die Verspätung aufforsten, die wir uns reingeheimst haben vorhin. Das ist auch ganz wichtig bei diesen Schnellzügen mit den Checkpoints. Du wirst bestraft, wenn du zu spät kommst. Kannst es aufbessern, wenn du dann in gewissen Strecken dann besser fährst, kilometertechnisch, aber ganz schwierig. Ist halt gefühlt wie Staufahren, kriegt man meistens auch nicht. Ja, ich versuche jetzt nah an die 95 zu fahren und mit euch zu quatschen. Und da bin ich schon wieder drüber. Kein Problem, ist ja noch ein Checkpoint. Ich runtergehen auf 85. 85, Dude. Geschafft. Nachbeschleunigen, hupen. Auf abblenden, auf 85. Ja, auf 65 sogar runter. Oh Gott, nee, habe ich nicht mehr geschafft. Ich war mit 2 km/h drüber. Jetzt fahre ich halt langsam weiter. Ich kann auch leider nicht sagen, so, hey, ich versuche die Zeit wieder gut zu machen, indem ich einfach jetzt sage, so, hey, ich stopp. Das funktioniert da nicht. Oh, ich habe vergessen, nicht zu schauen. Oh Gott, den habe ich jetzt auch nicht mehr offen. Aber läuft. Habe ich geschafft. 25. Ja, kann ich ja langsam anbremsen. 95. Ne? Beim Lichtschalten, wie gesagt, das Symbol wird mir angezeigt, dann pulsiert es quasi. Aber leider weiß ich nie, wann ich es wieder einschalten soll, weil das Problem ist, es ist wirklich in der Ecke. Aber wäre es mitten auf dem Bildschirm, wäre auch doof. Aber obwohl ich ja 20 Sekunden Verspätung hatte hier und da, sieht so aus, als ob ich mindestens 10 Sekunden hier wieder gut machen kann. Auch wenn ich jetzt hier mit 20 km/h durch die Gegend tuckle. Aber es ist der letzte Haltestelle. Wie gesagt, mein Balken ist voll. Es kann nichts mehr schief laufen, außer ich vergesse jetzt zu bremsen. Einmal stark bremsen, das war doof. Es gibt auch direkt wieder Punktabzug. Es ist... Komm, Punktlandung. 9,9. Ist okay, aber 26 Minuten zu spät. Das geht gar nicht. Aber es ist schwieriger. Es ist wirklich schwieriger, jetzt mit euch parallel zu quatschen, gucken, dass die Aufnahmetechnik auch hier und da alles klappt und den Chico zu spielen. Mit Joystick. Also es ist... Aber sonst, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich habe es jetzt, wie gesagt, das Spiel habe ich importiert aus PlayAsia. Lohnt sich eigentlich auch nur, wenn du zoll- und versandtechnisch denkst, wenn du da mehrere Spiele organisierst. Ich habe es jetzt halt zusammen mit Blaster Master Zero dann dementsprechend gekauft, weil ich ja wusste, ich krieg einen dieser Denshell Go Controller, wo auch schon lange Zeit nicht klar war, kriege ich einen, kriege ich keinen. Das war auch ein bisschen. Den habe ich dann dementsprechend aus Amazon Japan bestellt. Den hatten sie erst gar nicht die Möglichkeit, den dementsprechend nach Europa, also nach Deutschland zu versenden. Dann hatten sie die Möglichkeit, und ich habe direkt zugelassen. Nachdem der bei PlayAsia, nämlich dann am Tag, wo man den vorbestellen könnte, in wenigen Stunden ausverkauft war. Ich sag ja, die Japaner stehen auf das. Und da muss ich zugeben, mit Recht. Es macht wirklich Spaß. So, hier haben wir noch die Auswertung. Hier hat man auch unter anderem die Angabe von Sachen von Sternpunkten, die man hätte einsammeln können. Also
die man hätte machen können. Da sieht man unter anderem auch, dass ich bei einigen Sachen echt gepatzt habe. Das waren jetzt, glaube ich, auch ein paar Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ich habe, glaube ich, auch eine Verspätung drin gehabt. Und darunter sieht man die optionalen Sachen, die dann dementsprechend belohnt worden wären mit einem Herz. Und da muss ich echt auch noch mal wühlen. Ich versuche es euch irgendwie grob mal zu übersetzen. Wird dann vielleicht für den armen Schnibbelbief ein bisschen mehr, aber ich guck mal nach, ob ich das hinkriege. Google Übersetzer macht es ja dann Gott sei Dank möglich, weil so viel Kanjis ist hart. Also ich kann maximal mit den Partikeln anfangen, mit den Katakanas zum Beispiel. Das letzte unter Herz, das sind die G-Kräfte gewesen. Da habe ich einfach mal 6-mal gepatzt, weil ich die einfach mal richtig schön auf den Stühlen geholt habe, die Kollegen. Die brauchten noch nicht mal aufstehen. Das habe ich für die gemacht, damit sie einen besseren Ausstieg haben. Gerade für ältere Leute, so aus dem Sitz gehoben werden aufgrund Gravity, ist bestimmt cool. Naja, aber eigentlich nicht. Aber das war, wie gesagt, einer der Schnellzüge. Das wollte ich euch definitiv sagen, weil das kam in dem Livestream leider ein bisschen zu kurz. Weil sonst fährt man eigentlich die ganze Zeit nur Abschnitte in der Yamanote Line. An Yokohama fährt man übrigens nicht vorbei. Na, aber das ist dann doch ziemlich cool. Und das habe ich euch, wie gesagt, in dem Livestream, den es auf Twitch gibt, habe ich euch das dementsprechend nicht gezeigt. Was ich euch auch nicht gezeigt habe, sind sogenannte Daily Missions. Das ist auch cool. Na, da hat man dann, also ich in meinem Fall habe jetzt 3 zur Auswahl. Die werden jetzt alle resettet, weil ich gestern gespielt habe. Und dann kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, so, okay, ich möchte gerne so eine Daily Mission machen und habe dann die Auswahl zwischen der Yamanote Line mit dem E-235 oder mit dem E-231. Oder wir fahren dementsprechend den Zug, den sind wir gerade gefahren, das ist einer der Schnellzüge und der andere Schnellzug wäre dann dementsprechend auf der anderen Seite von Tokio, wo man dann auch dementsprechend, glaube ich, auch Tokio anfährt. Aber ich denke, Yamanote Line ist nicht schlecht. Wir nehmen aber den moderneren, weil der auch, die moderneren Züge sehen auch nicht nur optisch, also nicht nur im Spiel geil aus, sondern auch in Realität. Ich habe den da, ich glaube 2019 war die Zeit, wo die gerade neu eingeführt worden sind, wo ja auch viel umgebaut worden ist aufgrund von Olympia. Naja, hätte man da Corona gewusst, hätte man sich wahrscheinlich das ganze Geld gespart. Naja, gucken wir mal nach, was wir machen. So, den fahren wir. Am Vormittag, glaube ich. 16:22, ja gut, steht die Uhrzeit dran. 16:22. Den bin ich auch schon gefahren mit A-Rank. Sonnenschein, eher so Gemach mit, also es wird voll für die Passanten, aber nicht zu voll, also es ist nicht hier Rush Hour. Und wir fahren im nördlichen Teil, nordöstlichen Teil von Tokio. Ich glaube, wir fahren dann auch direkt zu den Tokio Hauptbahnhof an, wenn ich das gerade richtig sehe. Aber gucken wir mal. Nehmen wir. Hi. Versuchen wir mal, den A-Rank wegzumachen. Irgendwie. Vielleicht. Naja. Ich sipp in der Zeit mal an der Kaffeetasse. Das machen ja Zugführer. Aber es wird jetzt megamäßig anstrengend. Na, weil im Gegensatz zur, die Kaito-Line hat man jetzt hier dementsprechend Start, Stopp. Und man hat natürlich noch andere Sachen zu beachten. Nicht nur Geschwindigkeitslimits, sondern man muss auch Linien überfahren, wo man dann eine gewisse Geschwindigkeit haben muss. Es gibt Linien, da muss man die Geschwindigkeit halten. Und ich bin gerade überlegen, Hupen bei Bauarbeitern, bei Fans und bei Übergängen. So, da sind wir. Wir fahren von Kanda nach Ukusuku. Nein, Ukusuku war es definitiv nicht. Das ist auch etwas, was ich mir vielleicht unbedingt noch aufs Blatt schreibe mit musste unbedingt noch lernen. Stadtname in Tokio. Da ist nämlich kein blassen Schimmer von. So. Nun ist jetzt halt was anderes, ne? Wir haben jetzt einen grüneren Zug, also einen etwas giftgrüneren Zug, und das ist halt quasi die Yamanote. Und es fährt sich dann halt auch anders, ne? Weil der nächste Stopp ist jetzt direkt in
600 Metern. Ich kann jetzt bis zu 800 hochbrechen. Hier kriege ich die ersten Hinweise. Hey, du kannst. Bis größer 75 wäre schon cool. Ne, also. Plus, minus, Dings ist okay. Und jetzt muss ich hier abbremsen auf 60. Impossible! Natürlich kriege ich direkt einen auf den Sack dafür. Und eigentlich kann ich direkt auf 30 km/h runterbremsen. Weil da hinten ist nämlich schon das Ziel. Wir haben eine halbe Minute noch Zeit, um da hinten anzukommen. Hier bremse ich vielleicht mal auf 10 ab. Und wir sind in Akihabara. Das Electric Town wird ja auch genannt. Was glaube ich aufgrund von Corona, genauso wie Ikebukuro, glaube ich, sehr gelitten hat, so game-technisch, weil zwei der größten Arcade-Center da leider nicht mehr da sind. Aber 18 cm, 5 Sekunden war ich zu früh. Ist okay. Für das 5 Sekunden zu früh habe ich keine Punkte bekommen, glaube ich. Aber für die 18 cm habe ich Punkte bekommen. Aber hey, ich habe keine Minuspunkte bekommen, ist zumindest etwas. Na, und das wäre dann dementsprechend die komplette Yamanote. Nein. Na, jetzt geht's also. Ukui Su Dai. Bin ich bestimmt mal gefahren. Weil uns ist es schon passiert, dass wir dann gesagt haben: so, okay, jetzt fahren wir die Ringbahn leider verkehrt rum. Und haben eine große Rundfahrt gemacht, statt die kleine. Aber der Weg ist das Ziel. Ne, ärgerlich ist jetzt auch leider hier, ich kann nicht auf Start gehen, um eventuell zu sagen, so, hey, ich möchte gerne aufhören. Das, was wir jetzt nämlich machen würden. Weil ich würde euch, weil es mir jetzt einfach besser einfällt, gerne lieber den Arcade-Modus zeigen. Weil da kommt das doch eher dieses Gefühl von Arcade, wie ich das auch in Fukuoka kennengelernt habe. Die Daily Missions sind auf jeden Fall cool, um einfach seinen Rang auch besser zu machen. Ne, und je nachdem, wie lange man spielt, hat man dann irgendwann die Möglichkeit, bis zu 5 Kurse freizuschalten. Aber ich würde euch lieber den Arcade-Modus zeigen, der auch cool ist, aber schwer. Weil du kriegst keine Anzeigen mehr, wo du hupen musst. Du kriegst keine Anzeigen mehr, ob da ein Fan steht. Du kriegst keine Anzeigen, du kriegst nichts. Und da hat man dann dementsprechend die Auswahl zwischen der Yamanote-Line und der Sobu-Line, meine ich, ist das? Die Sobu-Line kenne ich aber leider nicht so gut. Aber machen wir trotzdem. Und wir machen ein kurzes Spiel, weil so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Ich bin jetzt, wenn ich das richtig sehe, minus 5 Minuten abziehen. Ich bin schon bei 30 Minuten drüber. Aber das Spiel benötigt die Zeit auch, um es zu zeigen. So, was haben wir denn da? Ach, verdammte Kanjis. Ich kann es nicht lesen. Hier hätten wir Random. Hier, das wäre fast eine Geisterfahrt, aber nebelig. Nebel passt eigentlich. Machen wir. Und natürlich machen wir es auf Normal. Also normal. Das ist, glaube ich, leicht, schwer. Und das wäre der Go-Schwierigkeitsgrad, der Realismus nah ist. Machen wir es mal Normal. Normal ist okay. Wenn ich Glück habe, sehe ich alles. Wenn ich Pech habe, sehe ich nichts. Das Schöne im Arcade-Modus, das Spiel sagt dir nicht direkt so, oh, Game Over, vorbei. Kannst direkt gehen, hier ist die Tür. Das macht Gott sei Dank der Arcade-Modus nicht. Der Arcade-Modus sagt dir am Ende des Spiels, ob du gut warst oder nicht. Ist sehr traurig, wenn dann das Spiel um dir kommt und sagt so, das war Kacke. Aber hey, du bist gefahren. Sehr schön. Na gut. Ich hoffe, ich erkenne den Namen am Namen. Ah, Idabashi? Naja. Was mir auch auffällt, was man vielleicht hier an der Seite direkt sehen kann, auch in der Aufnahme, ich habe ab und zu Bildflackern an den Rändern. Ganz, ganz komisch, habe ich mir noch nicht erklären können, woran das liegt. Wahrscheinlich wurde mir jetzt Zeit abgezogen, weil ich wieder zu viel gequatscht habe. Ne, ihr seht auch hier wieder, anderer Zug, andere Location, mal ein bisschen Gewässer, auch sehr schön. Und es geht los. So, gucken, was ich alles sehe und was ich nicht sehe. Bin sehr gespannt. 1500 Meter haben wir zu fahren. Ich glaube, wir fahren 2 Stops. Und das sieht schon cool aus, ne? Mit dem Nebel.
Klar, der N64 kann natürlich mehr Nebel und schöneren Nebel, aber das sieht schon echt hübsch aus. Für die Switch. Könnte froh sein, dass Denture Go kein Cloud-Spiel ist. Ja, Mann. Hm. So, 75 sollte ich fahren. Das heißt, ich gehe mal. Und ich sollte auch wirklich bei 75 auch bleiben, erstmal. Okay, beschleunigen auf 76, wenn es möglich ist. Ja, kriege ich auch Punkte für. Punktlandung wäre besser gewesen. Natürlich. Dann ist wieder eine Grenze. 75, okay. Ich bleib mir auf der Geschwindigkeit, weil ich habe ja gleich direkt schon den Stopp. Und ich gehe in die Bremsen. Na, da habe ich 100 Punkte Abzug bekommen. Aufgrund von der Tatsache, dass mindestens einer gerade aus dem Stuhl gekippt ist. Aufgrund von Gravity. Ist ein Feature, was beim N64-Teil noch nicht vorhanden war, zumindest nicht in den Kursen, die ich gemacht habe. Im Plug-and-Play ist es schon wieder ein wichtiges Element. So, da haben wir den Stopp. Glück haben sie für... Ja, wir sind jetzt ein bisschen drüber. Nein, halt doch an. Oh, das Schlimmste, das schlechteste Ergebnis des heutigen Tages. Da kriege ich auch keine Punkte für. Direkt so. War kacke, ne? War kacke. War kacke. Ja, war definitiv kacke. So, dann kriege ich direkt den Hinweis. So, so bin ich gefahren. Also dafür gab es 6 Sterne. Da habe ich was bekommen, da habe ich was bekommen, da habe ich was. Da war. Genau, das war ein bisschen gut, das war auch gut. Das, die waren auch gut, habe ich gesehen. Einen habe ich übersehen. Aber den kann ich nicht lesen. Ja, und hier habe ich natürlich gepennt. Ja, okay. Metatechnisch C. Von Pünktlichkeit her so B-Rang. Ist okay. Aber das ist auch schön, dass dann dementsprechend gezeigt wird, so, wo hättest du eventuell noch was reißen können? Also eins haben wir ja gesehen, eins habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich war es das Abblenden. So, und jetzt fahren wir nach Suidobashi. Ich werde euch einblenden, wo wir jetzt ungefähr genau sind. Wir sind, glaube ich, immer noch im Zentrum Japans. Aber wir sind nicht mehr in Tokio. Aber ich bin, wie gesagt, bin mir nicht sicher. Ich bin die Sudo-Line auch, glaube ich. Ich meine, wir sind die Sudo-Line nie gefahren. Die Farbe so gelb-orange ist mir komplett unbekannt. Na gut, klasse Start. Wieder locker 6 Sterne einkassiert. 20.000 Punkte und 4 Bonus haben wir. Und das ist halt der Arcade-Modus. Und der gefällt mir eigentlich auch recht gut. Der kommt auch, wie gesagt, sehr nah am Arcade dran. Mit dem Unterschied, dass natürlich der Arcade-Automat dann auch 3 Bildschirme hat. Was natürlich auch noch ziemlich geil ist. Du sitzt da halt in dieser Kabine. Und das ist dann eigentlich auch schon ziemlich cool. So, den habe ich jetzt punktgenau gepackt. Da wäre ein Übergang gewesen. Den habe ich komplett übersehen. Nicht schlimm. Die Überlegung meinerseits ist jetzt nochmal zu beschleunigen. Da war wieder ein Übergang, den ich nicht gesehen habe. Gott sei Dank wird es jetzt mir angezeigt, damit ich dann beim nächsten Mal eventuell lerne, dass da was ist. Und ich glaube, ich bin viel zu schnell. Gehkräfte, scheiß drauf. Nein, ich bin ja wieder drüber. Gott, diesmal sogar 6 Meter. Gibt's keine Punkte für. Mit Recht. Aber wie ihr seht, es gibt keinen Balken. Du wirst nicht abgezogen. Du kriegst kein Game Over Screen. Das ist halt Arcade. Ne, das ist halt dieses Feeling. Du schmeißt eine Münze rein. 100 Yen. Zack. Und hast Spaß daran. Ne, hier wieder super Start gehabt. Den auch geschafft. Die beiden geschafft. Sogar da habe ich einmal Hupen dort vergessen. Hier nochmal Hupen vergessen. War das Hupen? Definitiv Hupen. Und hier habe ich natürlich wieder nichts hinbekommen. Gehkräfte kamen, sind mindestens 2 wieder aus dem Dings ausgestiegen. Und ich glaube, ich war jetzt 8 Sekunden zu früh. Das kann passen. Naja, und dann wäre die Mission auch schon zu Ende. So, wie sieht mein Status aus?
Gerade mal noch B. Wie würde man das jetzt in Riven Paradise sagen? Ja, war schon gut, aber nur okay. Jetzt habe ich hier natürlich noch die Auswahl, noch in die einzelnen Sachen reinzugehen. Hier sieht man die einzelnen Sachen. Genau, das war Idabashi und Suidobashi. Ich bin gerade überlegen. Ah doch, wir wären in der Nähe von Tokio gewesen, weil die übernächste Station wäre schon wieder Akihabara gewesen. Also wären wir wahrscheinlich quasi durch den Kreisverkehr, glaube ich, durchgefahren. Kreisbahn, Entschuldige. Aber gut zu wissen, wieder was gelernt. Nun, das ist die Bewertung. Da wird der Schnibbel Beefy eventuell auch sich nochmal Mühe geben. Ich mache mal ein Foto von. Das für euch zu übersetzen, was das heißt. Was habe ich denn da gemacht? Also C, B, 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 D und Eco. Eco ist auch, glaube ich, das habe ich auch in den Plug-and-Play-Versionen nicht gesehen, wie man Eco-Punkte kriegt. Aber trotzdem cool, dass es die gibt. Aber das ist halt der kurze Einstieg in den Arcade-Modus. Der ist recht cool. Für einen Steiger natürlich extrem schwierig, weil du wirst natürlich zugeblasen bis zum geht nicht mehr mit Sachen. Aber man hat auch hier wieder die Wahl zwischen der Solo-Line und der Yamanote-Line. Es gibt noch weitere Linien, die man da dementsprechend freischalten kann. Ne? Man kann dann auch mit den NEX fahren. Das ist, glaube ich, ein sehr schneller Zug ist, der, glaube ich, den Westen mit dem Norden irgendwie verbindet. Aber es ist kein Bullet Train. Aber trotzdem cool. Ne? Und das ist dann im Endeffekt jetzt Denchen de Go im Videoformat. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem geilen Controller, weil, wie gesagt, es ist echt cool. Ich hätte mir die Switch-Version nicht gekauft, wenn es diesen Controller nicht gäbe. Und ja, ich glaube, ich wurde jetzt schon mehrmals im Stream gesagt, so, ja, Beefy, hol dir doch einfach ein Lenkrad für Forza, spielst doch gerne Forza. Ja, aber ich hole mir doch nicht für Forza ein Lenkrad. Aber für Denchen de Go. Und Taiko no Tatsujin. Und Donkey Konga. Und für deinen Super Game Boy. Ich hab's verstanden. Ich weiß es nicht. Vielleicht spiele ich auch einfach Forza gerne mit dem Controller. Ist aber auch die Denchen de Go ist auch super mit dem Controller aufzusteuern. Das heißt, ihr braucht nicht 150 Euro auszugeben für dieses schöne Ding. Müsst ihr nicht. Rein theoretisch reicht das Spiel. Das reicht schon und damit könnt ihr super viel Spaß haben. Indem mit diesem Statement und der Tatsache, dass wir es auch... Taito, Square Enix, komm mal näher. Ich gehe auch mal näher ans Telefon. Ans Mikrofon. Liebes Taito, liebes Square Enix, bringt Denchen de Go in den Westen. Please. Ich würde es zwar mal kaufen. Und mit der Bombensensation wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag, einen schönen Wochenstart. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.